Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition 2. Wie ihr sehen könnt, habe ich es endlich geschafft. Endlich ist die original deutsche ROM da und wir sind erlöst von dem englischen Screen. So, der XP-Bug, den es da teilweise noch gab in den ersten ROMs, der dürfte auch behoben sein. Das heißt, wir können ganz locker, stimmt sogar von der Zeit her und so alles, können wir ganz locker und gemütlich weiterzocken. Okay, gut, die Spielzeit stimmt nicht ganz mit 10 Minuten, nicht wahr? Aber wie gesagt, da muss ich halt kurz nachspielen. Keine Sorge, ist alles geblieben, wie es zuvor war. Nur halt, dass es ein bisschen schneller war. Wir haben Sommer. Yeah, die Pokémon-Mucke, Mann, ist das geil. Freunde, die letzte Folge, was lief da eigentlich genau? Na gut, da starten wir mit Otero, Michael und Sven, die ihr neues Abenteuer gestartet haben. Otero, unser kleiner Otero. Ach, wie habe ich eure Kommentare, eure Spitznamen geliebt, hey, da gab es teilweise echt Süßes, echt Cooles. Ich bin gespannt, wofür wir uns am Schluss entscheiden. Ich habe auch schon an Otti gedacht, wobei ich glaube, das würde Otto Walkes nicht so gefallen. Wobei, den nimmt es eigentlich mit Humor, was? Egal, machen wir endlich weiter hier. Ich glaube, Vale wartet auf uns, natürlich wartet sie auf uns. Oh. Oh, schön, dich kennenzulernen. Ach du Scheiße. Mutter, Sven des besten Freundes und, sag es mal, Unbekannte. Das kann ja heiter werden. Du musst Belle sein, stimmt's? Und Michael hat sich offensichtlich dafür für Otto entschieden, nicht wahr? Für Otti, den kleinen Otifanten. Nee. Hey, das passt irgendwie. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Hier, das sind Turbotreter, nimm sie. Na, endlich die Turbotreter! Geil! Die sitzen wie angegossen. Ja, vor allem gegossen. Hey, hör mal kurz zu, ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Och nee, muss es sein. Halt den B-Knopf gedrückt, ist bloß die Frage, wo ist bei mir auf der Tastatur der B-Knopf? Das spricht hier bei der Steuerung. Müsste, glaub, C sein. Ja, ihr könnt überall hinrennen. Hm? Schwester von Sven. Das hier ist von mir. Was denn das? Ah, die Karte! Mensch, Mensch, ins Kind, hey. Hm? Was soll denn das? Wieso zwei Karten? Zwei? Weil ich will, dass mein Bruder eine bekommt. Ach so. Ach, du bist so eine brave Schwester, hey. Ich wünsche, ich hätte auch so eine. Ich hab gar keine. Ja, besser mit einer Region vertraut. Schön und... auch nur zuschauen, macht mich schon irgendwie froh. Komm jetzt, als erstes gehen wir zur Route 19. Ich bring dir bei, wenn man ein Pokémon fängt. Kommt es mir nur so vor, oder hat sie die gleiche nervige Stimme wie Fei bei Skyward Sword? Gute Reise! Zusammen mit Otero wirst du ganz vielen Menschen und Pokémon begegnen. Also genießt deine Reise. Ja, vielen Dank, Mom. Oh mein Gott, tja. Das kann ja was werden. Was? Ein neues Abenteuer! Geil, Mann! Ein neues Pokémon-Abenteuer. Was denn jetzt schon wieder? Michael, stopp! Ohne Pokémon kannst du hier nicht weiter. Das ist doch einfach nur... Brauchst du eine Brille, Alter? Was ist los? Kauf die neue Kontaktlinsen. Ah, du hast ein Otero dabei. Ja, Mensch, erkennst du auch einfach mal. Was ein Abschiedsgeschenk! Oh, für den Abschied. Ein Trank. Ja, schön und gut. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ah, knapp 4 Minuten gespielt. Ich hoffe, das stimmt ungefähr. Es sind vermutlich nur 3:30 am Schluss. Ist egal. Route 19, es ist immer noch Sommer, was du nicht sagst. Hey, hierher. Das nehme ich hin, wir jeden Tag damals auf Route 1. Ja, vor 2 Jahren, was? Na dann, ich zeige dir, wie man Pokémon fängt. Bist du bereit? Mhm. Ich bin schon sehr gespannt. Na ja, okay. Bale zeigt uns jetzt, wie man Pokémon fängt. Da kann ich leider nicht viel interagieren, fürchte ich. Nee, geht nicht viel. Gut, währenddessen kann ich ein bisschen erzählen, wegen des letzten Parts und so noch. Weil die letzte Folge hat ein bisschen Überlänge, knapp 29 bis 30 Minuten, war es ein bisschen zu lang. Naja, also ich möchte da gerne zum 20 bis 25 Minuten herumdrehen. Das nicht deswegen, weil das Rennen uns so lange dauern würde, im Gegenteil, bei Pokémon geht es relativ flott, habe ich gemerkt. Das am Schluss nur etwa 200 bis 300 MB groß, was mich sehr überrascht hat für so ein Full-HD-Video, was doch schlussendlich war. Aber halt die Bearbeitung mit Zoomen und all dem, das dauert halt schon eine halbe bis eine ganze Stunde, je nach Länge des Videos. So, es ist fertig. Ja, ich habe gesehen. Was? Nee, ich hab gepennt, ich habe erzählt. Was? Das kann doch nicht sein, Mann. Du musst mir doch zusehen. Dann bringst du deinem Freund die Karte. Ja. Also, da beginnen viele neue Pokémon. Tschüss, tschüss.
Na, endlich mache ich das schon, die alte nie abbauen. Route 19, Freunde. Route 19, sollte man kurz. Ja. Und schon das erste wilde Pokémon. Es ist ein Nuggelotz. Los, Otaro, ich wähle dich. Otaro, Otaro. Na dann, Otaro, nimm. Ja, was nimmst du bloß? Den Tackle, bitte. Oh. Tackle. Du Schwein, nimm das. Ey, Schwein, Biber wohl eher. Ein Biber, der reinglotzt. Da fällt manchmal jetzt mal ein Pokémon fangen, das. Ein Nagelotz zu fangen, das wäre mal was. So, Angriff 14, Spezialangriff 14. Nicht schlecht. Otaro erlernt Aquaknarre. Geil. Und schon geht die Reise weiter. Was haben wir hier noch? Tipps für Trainer. Nur Mut, sprich die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich parat. Hinweise, ja, hilfreich? Na, ich weiß ja nicht. Was sagst du dazu? Hey, weißt du was? Ja, so im dunklen, hohen Gras nach Pokémon. Wo hat sie bitte schön dunkles, hohes Gras, wenn ich mal fragen darf? Da wäre bereits Dausig oder wie das Scheißkaff da heißt. Immer diese verrückten Namen. Was weiß ein Körper? Ja, weiß er. Ups. Ja, doch, stimmt. Was gut für dich. Was sagt, wenn ich Nein drücke? Ach so, und sieh mal genau zu. Und? War aber ziemlich knapp kleiner. Ja, ein Lauf nehmen, von wegen. Einen Trank! Yeah. Mal gucken, finden wir hier sonst noch ein Pokémon? Irgendwie ein Duselgur oder so? Wer weiß, weiß. Nee, ein Felilo. Ein Felidu. Felidu, Felidu. Ein männliches. Na, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich puste es einfach weg mit der Aquaknarre. Katzen scheuen ja das Wasser. Autsch. Dieses Kätzchen offenbar auch. Los, Otaro, tackle! Voll auf die Katzennase! Au! 11, sonst bin ich alt. Viel zu schwach, die Pokémon hier. Ich geh weiter, schau auf. Die fangen mir das nachher. Was ist denn jetzt schon los? Lauro! Es ist der Lauro! Der ehemalige Champ aus Schwarz und Weiß. Ich werd bekloppt. Hey, Alter, ich bin ein eigenwilliger Trainer, der davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit dem Pokémon der Zukunft entgegenzuschreiten. Yo, Mann! Ich fürchte, ich synchronisiere den gerade voll scheiße, oder? Und du bist, hä? Ah, du bist also mein Klasse Ventura City, verstehe. Tja, ja, ist gar nicht mal so schlecht aus, hä? Dein Otaro ist aber echt ein feines Pokémon, doch als Trainer bist du mir noch ein wenig grün in den Ohren. Grün? Wieso? Wieso grün? Wieder trainieren und folge mir. Alter, das ist weiß 2, nicht grün. Mensch. Dausing. Lausiger Name für einen Dausing. Was? Dummer, lausiger Name. Ach so, deshalb. Sag mal, Trainer Michael, sind deine Pokémon auch alle munter? Ja, dass du mit einem kurzen Pokémon vorbeischauen willst, wo du hingebegebst. Was? Wie? Wo? Was? Der quatscht mir so schnell. So, was haben wir hier? Dausing. Schöner kann Landleben nicht sein. Ja, schön wär's. Ich spare gerade mein Spiel, damit ich nicht vergesse, was ich erlebt habe. Für das habe ich Safe States. Als wenn die Sonne gießen, ist das Fell meines Nagelots ganz weich und fluffig. Fluffig? Das wäre vielleicht ein Spitzname für dich, wa? Fluffig. Nee, klingt scheiße. Die größte Stadt einer Region ist Stratos City. Ich möchte von Vapydro City aus ein Schiff nehmen und... Vapydro? Was sind das für ein dämlicher Name? Items kann man nie genug haben, oder? Er muss ja wissen. Marke verstaut, Item Trank in der Medizintasche. Ja, das machst du schon. Klingt ja auch nicht schlecht. So, 1001 abgeklappert. Zum Glück ist 1000 nicht so groß. Wieso ich das weiß, aber ich doch privat bereits Schwarz 2 durchzocke. Jorglef! Hey, Jorglef. Wieso Jorglef? Wegen New York und Clef oder was? Alter! Ich kenne mich mit den verschiedenen Pokémon-Typen und so ja kaum aus. Von einzigen, dass ich schnell weint, bist du doof. Ich will mir erstmal so schnell keinen Kampf mehr. Das weiß ich noch aus meiner allerersten Pokémon-Edition. Das war damals Anno 7 oder 98 mit Pokémon Blau. Weil da habe ich nur Shigi bzw. halt Shilok und Turtok trainiert. Ja. Bei Major Bob kam ich dann eins auf den Senkel über.
Hey, ja, ist das... Ah, hey, oh, ja, das ist ganz cool, oder? Ich muss ein neues Synchronstimmen einfallen lassen. So. Ja, wegen Major Bob und so, wegen auf den Senkel kriegen, ist ein schweizdeutscher Ausdruck, soll heißen, einfach hab ein bisschen auf den Latz bekommen. Aber ich glaube, das ging allen so beim ersten Mal Pokémon zocken. Was Vergangenheit nachtrauen, Zukunft dagegen blicken? Was ist das hier? Ein alter Glockenturm. Hallo, hört man was? Glocke. Böh, böh. Ne, das ist ein Dump. Bist du froh, dein Pokémon zu trainieren? Ja, ja. Ja, alles klar, ich auch. Blöde Frage. Blöde Frage, nächste Frage. So, mal kurz gucken. Wo ist denn Laura abgeblieben? Da oben steht er ja. Würdest du wissen, was mir Laura Nützlers verraten hat? Eigentlich nicht, aber ich schätze mal, die Zuschauer werden es gerne erfahren. Ja, er sagt, als erstes zieht das Pokémon links oben auf der Liste in den Kampf. Oh mein Gott. Das ist so eine super Info, hey, da hatte noch nie eine Ahnung davon, ist mir komplett neu. Morgens wecken mich meine Pokémon, weil sie Hunger haben. Hunger, 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 wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Ach, was habe ich für ein erfülltes Leben, ja, ein hungriges Leben wohl eher. Wir haben Hunger, 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 der Apfeleimer ist leer. Ja. Vielleicht merken wir, dass ich Hunger habe. So, Lauro, du alter Landstreicher. Hey, hier, also beginnen wir mit dem Training, hä, alles klar? Hä? Was ist los? Sag mal, warum hast du eigentlich zwei Karten dabei, Alter? Ah, der Kumpel Sven? Ah, so, alles klar. Wie, ein Serbifoin? Ja, ich habe gesehen, dass er Pokémon auf Route 20 trainiert hat. Achso, seine Pokémon. Wie jetzt? Ich dachte, wir wollen trainieren. Menno, haben schon gefreut. Na gut, dann halt, wer bist du? Im Dowsinghof ist du selten vom wilden Pokémon überrascht, hey. Naja, Otaro geht soweit noch ganz gut. Das heißt, wir gehen weiter auf Route 20. Vielleicht fangen wir bereits unser erstes Pokémon. Treffen sich die Blicke zweier Trainer, kommt es zum Pokémon-Kampf. Dann lässt sich nicht rütteln. Sag mal, Leute, der Spruch hier kommt eigentlich jedem Pokémon-Spiel vor, der täuscht mich bloß. Alles klar, blicken wir uns mal kurz. Route 20. Blicken wir uns ins Auge. Alter, ich sag ins Auge und nicht in den Schritt. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du kämpfen willst. Der schaut mir auf den Schritt, das sieht man doch. Na egal. Teenager Albert möchte kämpfen. Er schickt einen Nuggelotz. Hey, Nuggelotz, Nuggelotz. Als Lautaro, ich wähle dich. Und Feuer frei. Für die Aquaknarre. Frontalzusammenstoß. Es lebe die Aquaknarre! Scheiße! Wie, das war's schon? Ah, Mann, ich wollte doch gewinnen, scheiße! 64 Pokédollar abgeknöpft, Mann, bin ich fies! Wow, das war knapp! Nein, hier geht's nicht durch, verdammt! Verdammt mich! Du da, mein Pokémon ist so süß, das musst du einfach gesehen haben! Ja. Bevor ich es noch vergesse. Für diejenigen, die sich vorhin gefragt haben, wo ich das mit Schwarz 2 erwähnt habe, dass ich das ja privat zocke. Für diejenigen, die sich fragen, welchen Start ich da gewählt habe, es ist Floink. Nur mal so als kleine Randnotiz. Und die berühmte Aquaknarre. Mann. Wieso halten die so viel aus? Angriff von Otaro sinkt, ist mir scheißegal. Ich greife mit dem Spitzangriff an, nicht mit dem Angriffswert. Nebel. Doch, das stimmt. Otaro Level 8. Okay, 3-1 da. 1 war ein bisschen seltsame Wertung da. 64 Pokédollar wieder. Wieso das? Wieso 64? Vielleicht vom Level her. Wir haben ein paar Heiler. Ja, kann man vielleicht noch gebrauchen. Ah, da kommt der nächste, alter Schwede. Ich strotze sofort Tatendrang, Alter. Die Frage ist bloß, wie lange noch? Teenager Marvin möchte kämpfen. Der Marvin. Hey, da ist der Marvin. Die haben alle die gleichen Pokémon hier. Otaro, I choose you. So, mal was anderes, nicht wahr? Der berühmte Tackle.
Alter Schwede! Hat mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Yeah, das war cool! Aber nicht von mir. Hat was. Was Ninja Leader? Nein, ein wildes Pokémon greift mich an! Ein Strawickel! Es hat mich am Wickel! Level 4 sogar! Leute, unser nächstes Pokémon! Das hole ich mir aber. Ein Käferpflanzentyp, wieso denn nicht? Autsch. Na warte. Tackle, volle Kanne! Gut. Fadenschuss. Fühl mich so eingängt. Hilfe schon unterwegs, Otaro, denn ich wähle den Pokéball. Pokéball, flieg und sieg! Das ist ein bisschen crazy. Was? Was? Du hast überlebt? Alter! Au! Oh. Okay, ich bin verwirrt. Ich muss es tun. Sorry. Aquaknarre! Soll nicht zu viel Schaden machen, wegen Pflanzentyp und so. Ihr versteht schon. Komm, Otaro, sei brav. Mach es nicht kaputt, mach es nicht kaputt. Nein, du bist ein dämliches Pokémon, hey! Otaro, ich hasse dich. Scheiße. Einmal kurz, Leute. Muss man einen Beutel schauen? Ja, Mann. Okay, Trank. Eins jetzt bei Otaro. Dankeschön. Und wenn ich schon mal dabei bin, kann ich noch was anderes schauen. Und zwar im Pokédex. Kann man doch. Mal kurz gucken. Seppifeu ist schön und gut. Ich möchte gerne das nächste Pokémon sehen. Nagelotz. Gibt es das auch auf dieser Route hier? Jo, gibt's hier auch, sehr schön. Fililu gibt's hier auch. Strawickel gibt's sonst auch noch. Ich hoffe, er erwischt noch ein paar. Serpifeu, das wundert mich hingegen gar nicht. Ein wildes Serpifeu ist gesichtet. Hä, was ist jetzt los? Ohne Erinnerung, du kommst nicht durch. Bürg. Guck mal schon, was hier noch Schönes gibt. Schon wieder eins. Das gleiche? Würmchen! Ich muss mir mal langsam einen Spitznamen überlegen, das Teil. Würmchen geht da schlecht, wa? Blatti? Blattwurm? Nee. Doch Blattwurm ist eigentlich nicht mein Quatsch. Kannst du ein Pokémon nicht Blattwurm nennen? Hallo? Tackle! Wow, 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 das ist fast schon zu viel. Au! So, als vorhin so schön war, gleich nochmal. Pokéball, flieg und sieg! Ein bisschen mehr Entschlossenheit, nicht wahr? Komm schon, Selamon kannst du auch. Na. Ja, geil, ein Strawickel, Leute! Ein Käferpflanzentyp, ich krieg die Motten. Das ist es, Motte! Wir nennen das Vieh einfach Motte. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mir noch in die Kommentare oder gebt mir sonst einen Vorschlag. Für einen Spitznamen. Den Spitznamen hier werde ich erst später vergeben. Sobald ich ein Verständnis habe. Da frage ich mich aber direkt, in welcher Stadt befindet sich wohl hier bei Weiß 2 der Typ, der uns dies ermöglicht mit dem Spitznamen geben und so? Na egal. Strawickel, neues Pokémon, der Dausinghof. Ist ein lausiger Hof. Soll ich jetzt noch ein paar. Ich möchte gerne. Soll ich noch? Ein Nackelotz fangen? Soll ich nicht? Und die Zeit, bald wieder 20 Minuten. Nein, schon ein Strawickel. Hallo, ich dachte, die wären selten. Ja, selten, so wie dazu was. Jetzt wirst du besiegt! Strawickel, blubblubl. Fadenschuss. Motte? Nee, Blattlaus wäre vielleicht noch was. Naja, halt in den späteren Entwicklungen so. Deshalb Blattlaus? Blattkäfer klingt scheiße, Blattlaus, das geht von der Länge her noch, oder? Oder Blatti? Blattlausi? Nee, wird immer dümmer. 2 plus 2, das macht 4. Wow, ich kann rechnen. Alter Schwede. So, hier gibt es offenbar nur Strawickel, die geben ein bisschen an den Wickel. An den Zick. Nee, sag ich jetzt lieber nicht. Alter, ich dachte, hier gibt es auch noch was anderes. Oh, mein Headset klemmt ein bisschen. Ich komme mit noch jetzt mit 2, kein Bock. Okay, wir gehen weiter. Da muss halt das Nagelos noch ein bisschen warten. Für den ich übrigens schon einen coolen Spitznamen habe.
Was ist das denn, Mucke hier? Alter, das klingt wie Schweizer Musikantenstadel. Ja, der klingt leider so. Ich weiß, grausig, oder? Da ist er ja! Ladies and Gentlemen, unser neuestes Pokémon, ein Knuckleutz auf Level 5, das ich auf den Namen, ihr seht's dann gleich, taufen werde. Erstmal die schöne Ackerknarre. Uah, die Hilfe. Boah, Alter! Beruhig dich mal ein bisschen, klar? Tackle! Nein! Otero! Du Scheißvieh! Sagt. Mein Knuckleutz, soll uns doch fangen! Okay, Voltidams gibt's ja auch noch. Sehr schön, sehr schön. Ihr seht, ganz wird wieder eine Überlänge-Folge. Ich krieg die Motten. Ein Yorkleff! Spitzname? Cleffy. Nee, Hundi. Einfallslos, was? Ich weiß keine Spitznamen, Freunde. Komm schon. Das sieht aus wie ein alter Mann, also Alti. Nee, geht auch nicht. Walti, das wär's! Walti, W wegen Wow Wow und das Alti halt vom, weil er ein bisschen alt aussieht, da mit dem ein bisschen zu viel Haar im Gesicht, versteht ihr? Deshalb Walti! Was denkt ihr? Soll das riskieren? Walti? Scheiße. Nun gut. Und da ruhig, hoffe du überlebst, weil ich habe sonst kein kampffähiges Pokémon mehr. Und. Bleib drin. Verdammt, ich habe den Spruch vergessen. Ich habe den Spruch nicht aufgesagt, aber es geht trotzdem. Pokéball, Flieg und Sieg. Tut auch ohne meinen Zuspruch. Wir haben einen Hund. Einen Waui. Einen Spitznamen geben? Ja, diesmal gebe ich endlich mal einen Spitznamen. Und zwar, wie bereits gesagt, nenne ich ihn oder taufe ich ihn auf den hübschen Namen Walti. Falls auch nicht gefällt, ich kann auch jederzeit ein anderes Yorkleff fangen, kein Problem, aber ein bisschen Initiativ ab und zu muss auch ich mal zeigen. Walti. Klingt scheiße, aber naja, mal schauen. So, Otero ist bei dem Abkratzen. Ich hoffe, hier oben kann ich irgendwie ein Pokémon heilen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ganz ehrlich gesagt. Da ist mir jetzt ein bisschen zu lange her mit Schwarz 2 und so. Hallo? Achso, ist ja C. Nein! Scheiße! Nein! Ich habe ganz vergessen, dass er hier kämpfen will! Cut! Komm schon, Alter! Kurz schneiden! Also in der nächsten Folge kann ich noch ein bisschen Save States machen und so. Versteht schon, oder? Nächster Freundchen, hier kommt Serpifeu! Alter, scheiße! Ich bin doch fast tot! Flucht! Nein! Er lässt mich nicht gehen! Ich darf nicht schneiden! Scheiße! Okay, ganz auf die Schnelle! Moment mal, da hat doch Rankenhieb drauf! Bekloppt oder bin ich bekloppt? Kein Kommentar, bitte! Ich brauche ein neues Pokémon, eines, das frisch ist, wollte ich gerade sagen. Toll, ich habe nur so Waschlappen da. Otero, komm zurück. Los, Walti! Walte deines Amtes, haha. Oh, Gott sei Dank. Silberblick. So, jetzt muss ich kurz mal taktisch überlegen. Er hat Silberblick drauf, Tackle und Schnüffler. Schnüffler bringt dir überhaupt nichts, weil er kein Geisttyp ist. Silberblick, der bringt was. Der bringt sogar sehr viel was. Aber zuerst einmal nehme ich hier... Zwei Tränke habe ich bloß. Scheiße. Okay, hier ist mein Otero, weil der braucht einen Trank. Ja, mach doch, wenn es dir gefällt, hey. Serpifeu, ziemlich schnell. Das wird nicht einfach. Und den anderen Trank, den gebe ich... Walti. Yeah, Walti! Tackle! Nein! Hilfe! Silberblick! Du bist doch ein Dämlich, ey! Nimm das! Silberblick! Ja, aber sonst geht's noch gut, was? Das macht man nicht mit mir! Okay, dreimal Silberblick, der hat mir 12 abgezogen, das heißt Pokémon Change zu Stravickel! Der wird vermutlich nicht so lange durchhalten, aber darum geht es ja auch gar nicht. Vielleicht kann ich noch einen Fadenschuss landen. Ja, vielleicht ist er gar nicht mal so schlecht. Oh, ich muss taktisch überlegen. Das gibt's wohl nicht. So früh bereits. Fadenschuss. Alter, was?
Oh, Svenny Boy, Svenny Boy. Ich meine, solche, ich sage jetzt mal, Defensivattacken oder statusverändernde Attacken sind ja schön und gut, aber angreifen muss er vielleicht auch mal ab und zu. Gut, gleich nochmal, ein bisschen langsamer werden. Nein! Müssen wir zu langsamer werden. Jetzt ist Walti an der Reihe! Los, Walti! Und Silberblick! Walti, setz Silberblick ein! Hä? Hilfe, meine Verteidigung! Tackle! Ich bin schneller, also noch schnell einen Tackle hinterher! Hä? Ist ja sehr schneller. Uh-oh. Uh-oh. Wow, das hat rein... Wow, das hat aber echt reingehauen. Mein Walti besiegt gerade seinen Serbifeuer, kann das sein? Es ist sogar so! Die Folge könnte noch, nicht noch verrückter werden. Walti erreicht Level 6, yeah! Wald, Wald! Erreicht sogar Level 7! Und Utero bekommt auch noch ein paar EPs. Alter, was soll das? Ich glaub das nicht. Tja, Sven. Da bist du selbst schuld. Gar nicht, Stümmelmann. Du machst Gedanken darüber, wie du die Kräfte des Pokémon-Teams am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich auf dich als Unterstützung verlassen. Übrigens, warum bist du eigentlich hier? In einer Karte, Mensch. Ah ja, die Schwester. Das ist schön und gut. Und was ist jetzt los? Ich habe mal schon gefragt, was das für ein Lärm ist. Der Pokémon-Kampf also. Ah ja, ist schön, jung zu sein. Du siehst aber auch nicht viel jünger aus. Wer bist du, Alter? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer des Hofs und das ist meine liebe Frau. Hey, nach einem Pokémon-Kampf soll man seine Pokémon heilen. Hier, der ist für dich. Ein Pokémon-Center wäre mir zu lieber gewesen. Ein Pokémon-Center muss daher. Und ist auch ein anderer für dich. Kein Jingling? Kein Jingle? Ja, das erste Pokémon ist weit weg, also. Center natürlich. Was? Ein Terrybark wird vermisst? So was ist noch nie vorgekommen, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, was soll das heißen? Machst du dir wirklich Sorgen? Ein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Wie auch immer, ich werde es suchen. Michael, du hilfst mir dabei. Was hat der bloß gefrühstückt, hey? Ja, wir sind so wütend. Ich bin sicher, spielt mir irgendwo auf dem Hof. Ja, genau. Ich will sie heilen. Ja, das wäre aber sehr nett. Ah. Welche Wohltat, nicht wahr, Freunde? So, in diesem Sinne, dann war es auch schon mal für diese Folge. Okay, der gute Sven ist ein bisschen sehr, sag jetzt mal, sehr hitzig im Kopf, nicht wahr? Vor allem, wenn es ums Thema Pokémon-Clown so geht oder Pokémon vermisst, ist natürlich die Frage, wieso? Und was ist mit diesem Terrybark los? All dies noch so vieles mehr in der nächsten und dritten Folge bei Pokémon Weiß 2. Ich drehe mich im Kreis, ich finde das so geil. Also, bis dann und ciao zusammen. Juhu!